Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Angela's Wedding Disaster. Das ist hier wirklich ein Desaster. Das Kaffee liegt in Trümmern, die Hochzeit ist gecancelt, Carolyn hat Schluss gemacht, Fran will die Mädels nie wiedersehen, die kriegen nie wieder ihren Moccacino oder wie das Ding hieß, ich habe keine Ahnung, aber ich habe gerade schon überlegt, wenn doch die Mädels schuld sind, könnte dann nicht denen ihre Versicherung für den Schaden haften, sofern sie denn eine Versicherung haben? Okay, wir werden sehen, ihr Lieben. Erstmal das Bonus-Level. Konzentriere dich darauf, dass deine Kunden glücklich sind. Das wird schwierig. Du erhältst nur Punkte abhängig davon, wie glücklich sie sind. Na, da freue ich mich doch. Und ich kann nichts kaufen. Ach Mann. Glückliche Kunden. Ole, ole. Okay, dann werden wir hier erstmal nähen. Also wir versuchen es zumindest. Ja, wir nähen noch ein bisschen weiter. Okay. So, dann brauche ich das. Ich brauche die Schuhe und ich brauche zweimal das. Okay, okay. So, dahin, dahin. Die guckt schon gerade gar nicht mehr glücklich hier, die Tante. Okay, dahin. Ja, weil er so spät ist. Er lädt es zu spät auf. Ah, Manu aber auch. So, warte. Zweimal Schuhe, einmal Haare. Dahin, dahin. Ach so, halten muss ich auch. Ja, da ist die Maus. Da gehe ich da oben hin. So, zip. Auf dem Rückweg nehme ich noch ein Säckchen mit und dann geht er kassieren. So, okay, aufräumen. Glückliche Kunden. Nichts liegt mir mehr am Herzen als glückliche Kunden, ihr Lieben. Ja, guck nicht so blöd da oben. Du musst gefälligst ein glücklicher Kunde sein. Ich kriege doch sonst keine Punkte. Das ist nicht gut. Warte mal, jetzt bringe ich dir das erstmal. Dann hole ich das. Das dahin und dann wird hier kassiert. Ja, ein Kleid. Angela, geh doch schon mal los ohne mich, bitte. Das ist doch jetzt nicht das Problem hier, oder? Du kannst das doch alles schon mal machen. Warum muss ich dir das immer sagen? Du siehst doch, was die Leute wollen. So, das und das brauche ich, das und das brauche ich. Ja, ich möchte aber schon auch Kombos machen. Es liegt mir halt im Gehen gerade, ne? Ich möchte bitte Kombos machen. So, dahin, dahin, Kasse, da hoch. Ja, jetzt steht da schon jemand an. Das ist nicht so ganz so günstig aufräumen. So, ach so, Schuhe hier unten. Ja, 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 alles gut. Schuhe, bitteschön. So, ein Sekt, ein Kleid, dahin aufräumen. Schuhe, Kette hierhin. So, Kasse, dahin, dahin. Boah, was für ein Stress hier. Okay, da oben schnell hingeflitzt. Lauf, 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 Kind. So, zip zu. Dann brauche ich einen Sekt. Ich brauche die Schuhe und das brauche ich zweimal. Okay, dahin, dahin. Ich müsste mal ganz kurz, nur ganz kurz, ich verspreche es, hier unten Kleider nehmen. So, zweimal Schuhe da oben bitte hin. Aufräumen, Kasse. Aber der erste Diamant ist da, ihr Lieben. Alles wird gut. So, was willst du? Achso, du willst das. Und du willst das. Okay. Alles klar. Dahin, dahin. Aufräumen hier den Müll, Kasse. Ach, die sehen doch alle super glücklich aus, oder? So, dahin, dahin. Halten, halten, halten. Jawohl, bitteschön. Aufräumen, Kasse. Hui, so, das brauchen wir. Ein Pikolöchen, noch ein Pikolöchen und die Schuhe, bitte. So, dahin, dahin. Zweimal das Kleid. Reicht dir nicht ein Kleid da oben, sag mal, Fräulein? So, hier, bitteschön. Nähe ich noch mal Kleider? Nein, ich glaube nicht. So, warte, die Schuhe, das. Für die Lady hier. Angela aufräumen. Zack, zack. Och, Oma, komm zur Kasse, um Gottes Willen. So, bitteschön. Cool. Okay, die waren jetzt nicht super glücklich, aber ein bisschen. 840 Punkte glücklich. Naja, besser als total versagt, würde ich mal sagen, ne? So, wo bin ich? Ich bin hier, Level 53, der Ersatz. Angela möchte sich entschuldigen. Vielleicht sollten wir eine Postkarte schreiben. Ach, Postkarten schreiben bin ich gut. Ich kaufe das hier. Her damit. Dankeschön. Oh Gott, da ist noch ein Kleid. Warum? Noch ein Kleid. Ich will nicht noch ein Kleid. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, oder? Wir haben Glück, dass er uns nicht verklagt hat. Noch nicht. Dann müssen wir wohl ein neues Café finden, wo wir uns treffen können. Ich will kein neues Café. Ich will das Friends zurück. Dafür ist es jetzt etwas zu spät. Sollen wir uns später im Marius treffen? Schätze schon.
Ja, klar. Och Menno, ich dachte, ihr sagt noch was. Schreibe eine Postkarte, um dich zu entschuldigen. Okay, da liegt die Postkarte. Jetzt brauchen wir aber erstmal Schuhe, ihr Lieben. Und du möchtest garantiert das hier. Okay, packe ich ein. So, dahin. Dahin. So, zweimal Schuhe, ein Pikolöchen, noch ein Pikolöchen und eine Kette. Ja, dahin. Dahin. Postkarte, Angela. Schreib mal fröhlich los. So, okay. Warte, warte, warte. Die Schuhe, die Kette. Und du möchtest das Kleid und das Kleid. Alles klar. Bring ich vorbei. Kein Problem. Ich werde jetzt mal hier schnell nähen, wenn das irgendwie geht. Kann ich leider nicht sehen, was sie. Oh, warte. Ja, und da ist die Maus. Sehr schön. Okay, das packen wir ein. Zweimal das Kleid. Okay. Einmal für dich, dann für dich. Dann wird kassiert. Dann gehe ich da hoch. Okay, ja. Wir machen dir die Haare schön. Du hast die Haare schön. So, warte mal. Die brauche ich noch. Das Pikolöschen brauche ich noch. So, dahin. Dahin. Postkarte. Sebastian kassiert und dann wird da aufgeräumt. Okay. Alles gut. Ich brauche vielleicht dieses Kleid jetzt hier nochmal. So, okay. Machen wir einmal. Also, das, das, das. Das nochmal. Das Kleid und. Der Piccolo passt nicht mehr, ne? Scheiße. Passt nicht mehr. Der blöde Piccolo passt nicht mehr. Das ist doof gelaufen. Okay, dann mache ich die Kumpels hier mit denen. Ja, guck nicht so böse. Mann, oh. Warum habe ich nur so ein kleines Tablett? Ich wollte so eine schöne Kombo eben machen. Ist doch doof. So, zweimal die Schuhe. Ja, komm her. Dich kassiere ich. Ich brauche das und ich brauche das. Dahin. Postkarte. Einmal Kette, einmal Piccolo. Bitteschön. Ja, warte. Ah, oh, ja, Angela. Mein Gott. Ist aber auch schwierig hier. So, warte, das darüber. Und Haarspray. Jawohl, kommt sofort. Bitteschön. Ich gehe erstmal gerade da aufräumen. Warte mal, dann mache ich das noch und das noch und das noch. So, zweimal Schuhe. Kriegt die Lady hier. Bitteschön. Okay, also unseren zweiten Stern, den kriegen wir auf jeden Fall noch. Das bekommst du, bitteschön. Und dann brauche ich zweimal das Kleid für sie. Okay, nähen. Ach so, Postkarte habe ich fertig. Alles klärchen. Das ist super. So, zweimal das. Einmal den Piccolo. Warten, bis Angela den rübergeworfen hat. Alles klar, bitteschön. So, das dahin. Dann gehen wir da zu ihr. Und hier unten brauche ich Schuhe. Ja. Ist ja gut. So, warte, Piccolo. Einmal rüberwerfen, Angela. Dankeschön. Dass sie den Piccolo hier durch den ganzen Laden wirft auf das Tablett, das finde ich ein bisschen doof. So, Angela, komm, wirf den Piccolo rüber. Alles klar, bitteschön. So, noch ein und das Kleid hier. So, dahin gehen. Ich brauche das. Noch ein Piccolo. Schön für dich. Ich warte jetzt mal hier auf sie. Okay, da räumen wir nochmal fix auf. Ich glaube, den dritten Stern kriege ich nicht. Das sollte mich jetzt arg wundern. Nein, ach, 300 Punkte. Im Leben nicht. Schade eigentlich. Es verwirrt mich, dass Angela den Piccolo da oben holen muss, ihn hier runter aufs Tablett wirft, wenn Sebastian hier an der Kasse. Ist nicht einfach, ihr Lieben. Es ist nicht einfach, ich sage es euch. Okay, ich glaube, die drei haben eine Idee. Wollten wir uns nicht im Marius treffen? Da waren wir gerade, aber es ist nicht dasselbe. Der Kaffee dort ist unterirdisch schlecht. Marius stinkt. Was? Tut er doch. Wir müssen uns dringend wieder mit Friend versöhnen, auch wenn er uns Hausverbot erteilt hat. Ich denke nicht, dass es eine Grußkarte gibt mit Entschuldige, dass ich deine Beziehung zerstört und deinen Kaffee abgebrannt habe. Dann haben wir nur noch eine Wahl. Wir müssen das Friends mit unseren eigenen Händen wieder aufbauen und wir bringen Carolyn und Fran wieder zusammen. Aha, okay.
Okay, das könnte eine Lebensaufgabe werden, ihr Lieben. Aber okay, wir werden sehen. Level 54 für Fran. Reparieren wir einen der Stühle für Frans neues Restaurant. Ja, aber ein Stuhl wird nicht reichen. Was soll der Mann denn mit einem Stuhl? Ah ja, okay. Wird ein großer Stuhl. Gehen wir das schrittweise an. Konzentrieren wir uns erst einmal auf den Wiederaufbau des Frans. Da Fran uns nicht mehr vertraut, brauchen wir ein Team, das das für uns übernehmen kann. Einige meiner Kunden sind handwerklich begabt. Ich kann sie fragen. Ich kenne ein Bauunternehmen, das viele Rechnungen noch nicht bezahlt hat. Ich werde mich im Sender umhören. Vielleicht kann ich ja einen Spendenaufruf starten. Die Leute in New York helfen bestimmt gern. Es gibt einige Designer, die mir noch einen Gefallen schulden. Ich werde ein wenig herumtelefonieren und Stoffe und Möbel organisieren. Wir schaffen das, wenn wir nur zusammenarbeiten. Für Fran. Für Fran! Mario stinkt! Oh mein Gott, ey! Okay, stelle einen neuen Stuhl für Fran her. Okay. Okay, das dauert. Okay, okay, okay. Wo liegen diese Dinger? Sieht, ah, die liegen hier oben. Ich sehe schon. Ja, ja, warte mal. Ich muss hier einen Stuhl bauen. Ich kann dir jetzt nicht deine Kleider bringen. Na, okay. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was vornähen hier. Na, wenigstens ein bisschen. So, warte. Die Oma will die Haare schön. Okay. Mache ich dir doch. Alles klar. So, einmal Schuhe, Sebastian. Dankeschön. So, dann gehen wir hier kassieren. So. Ach, ach so. 1, 2, 3. Und ein Pikolöchen. Angela, komm. Hau in die Tasten, bitteschön. Dann müssen wir hier auffüllen. Natürlich müssen wir hier auffüllen. Wir müssen hier auffüllen. Geh dahin. Geh dahin, Kind. So, das brauche ich. Das brauche ich, Piccolo. Ja, ja, ja. Achso, aufräumen. Das da runter. Und dann macht Angela hier gerade mal weiter. Ich klicke mal fröhlich auf die Maus. So, das. 1, 2, 3. Das brauche ich. Das macht er ja. Okay. Das brauche ich. Das brauche ich für die Oma. Stuhl. Okay. Ist das Make-up jetzt auch ein Minispiel? Ja, natürlich. Lippen lackieren, ihr Lieben. Okay. Gehen wir bei der Oma Zip machen. Okay. Und 1, 2, 3. Und Pikolöschen. Und das ist dann für dich. Und dann muss ich ja schon wieder auffüllen. 1, 2. Die brauche ich. Warte mal. 1, 2, 3. Das brauche ich. Okay, dahin. Dahin, Kasse. Angela, mach doch mal den Stuhl. Ah, der Stuhl könnte doch schon längst fertig sein, Fräulein. So, das ist für dich. Angela, räum mal da auf. Und dann machst du da weiter. Hier kassieren wir schon mal. Wir kriegen den doofen Stuhl fertig. Ich bin mir sicher. Das und das. Okay, Piccolo, Angela. Da weitermachen. So, das kriegst du. Das will ich für sie. Dann das, das, dahin. Angela, dahin. Oh, Sebastian, da unten. Okay, 90, 91, 92, 93. Ich mach das jetzt fertig. Ist mir egal, du wartest noch bitte auf deine Lippenlackierung. Alles klärchen. Wir haben genau einen Stuhl fertig gemacht für das Restaurant. Für das Café. Es ist ja wunderbar. So, 1, 2, 3. Noch Piccolo, bitte. Habe ich alles drauf auf dem Tablett? Habe ich. So, noch ein Piccolo. Das Kleid dahin. Hier wird kassiert. Hier müssen wir auffüllen. Ja, habe ich mir gedacht. So, schon mal die Schuhe. Ach so, sie füllt immer 6 auf. Ah, ich verstehe, ich verstehe. So, habe ich alles drauf? Ich habe alles drauf. So, hier wird kassiert. Okay, dann darüber. Meine Kombos sind im Moment nicht besonders gut hier. Ich merke das schon. So, Schuh passt wunderbar. Piccolo, das Kleid, das da, dahin, dahin. Noch ein Piccolo, die Schuhe. Wie Sebastian guckt, ne? Ich hasse es, wenn jemand so guckt. So leicht überheblich. Ich glaube, ich muss mal Kleider gerade nähen, Angela. Komm mal her, du. Komm mal hier runter, mach mal fix fertig. So, und dann gehst du mal da oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, das ist für dich. Nochmal Schuhe nach da oben, bitte. Auffüllen, Kind, auffüllen. Aufräumen. Schminke ins Gesicht. Kassieren. Uiuiuiuiui. So, zip.
wenn das so einfach ginge, die Lippen zu lackieren, ihr Lieben. So, 1, 2, 3 kriege ich noch drauf. Okay, dahin, dahin. Sehr schön, sehr schön. Oh, kriege ich meinen dritten Stern? Ich habe Zweifel. Achso. Okay, sie war die letzte. War da eben nicht noch eine? Das verwirrt mich. Ich kriege meinen Stern nicht. Ach, Mann! Ah, 60 Punkte dran vorbeigeschrammt. So was Ärgerliches. Ach. Ist der stinkig. Ihr schon wieder? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr euch fernhalten sollt? Fran, warte. Wir sind hier, um zu helfen. Helfen? Oh, das tut mir aber leid. Aber hier gibt es nichts mehr, was ihr noch zerstören könnt. Ich bin mir sicher, dass wir etwas finden könnten. Was? Jenny! Nicht so wichtig. Vertrau mir. Diese Leute hier können alles wieder aufbauen. Super schnell und für dich völlig kostenlos. Wir rühren nichts an, damit keine neue Katastrophe eintritt. Eintreten. Mehrere. Mhm. Ihr tut all das für mich? Ganz genau. Wir lieben dich und wir lieben das Friends. Außerdem ist der Kaffee Marius absolut ungenießbar und Marius stinkt. Irren ist menschlich. Vergeben ist göttlich. Kommt her. Ah, Gruppenkuscheln! Ach, der ist aber schnell zufrieden, der Fran. Meine Güte, ich dachte, es wird ein bisschen schwieriger jetzt hier mit ihm. Aber okay, ihr Lieben, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.